Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kai und heute ist es wieder soweit. Wir besuchen das Grassport Metal Meeting. Wir sind genau einen Tag dort als Mega-Headliner Slipknot, davor Pantera, Parkway Drive, Life of Agony und. Also dranbleiben lohnt sich. Wir sehen uns wieder nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Jetzt sind wir hier in Dessel. Ihr kennt das aus dem letzten Vlog, aus dem letzten Jahr, und zwar hier. Müssen wir uns erstmal akkreditieren. Da kriegen wir die ganzen Bändchen und Pässe und was weiß ich nicht alles. Und dann bin ich mal gespannt, weil nämlich für dieses Jahr hat man Cashless Payment das erste Mal ins Leben gerufen. Und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Bändchen haben wir abgeholt. Wir sind jetzt hier am VIP-Parkplatz für Presseleute. Hier im Hintergrund kann man schon hören, sehen noch nicht. Und zwar irgendwo da hinten geht es zum Festivaleingang. Vendett spielen gerade, Sohn von Corey Taylor und Sean Crahan am Schlagzeug. Zocken gerade. Geht auf jeden Fall gut ab. Jetzt machen wir uns auf und schauen uns das Ganze mal an. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Die erste Band des Tages begrüßt einen schon. Vendett hier. Haben echt einen üblen Sound. Ja, da ist man keine 5 Minuten angekommen im Pressebereich. Und da laufen hier Code Orange rum. Unter anderem Reba. Geben wir so ein Interview für dieses Grassport Metal Meeting Magazin und dann mal schön dreist ein paar Autogramme mit abgestaubt. Also Hut ab, fängt schon mal gut an der Tag. An dieser Stelle geht nochmal ein guter Gruß raus an meinen Podcast-Kollegen Adrian von Tod gehört, der wirklich meint, er kennt niemanden, der Code Orange hat. Doch, die gibt es. Ich habe sie gesehen, sie haben mir die Platte signiert. Letzten Jahr schauen wir mal hier auf dem Festivalmarkt, was es dort alles zu sehen und zu erleben gibt. Vielleicht findet man noch die eine oder andere Platte, CD oder auch einen Merchandise-Artikel. Mal schauen. Ja, ich bin noch fündig geworden, und zwar hier Dark Angel mit dem Klassiker Darkness Descends. Und warum ich mir gerade die CD geholt habe, das werdet ihr gleich sehen. You know, so that's why every night, you know, we dedicate the night to Jim and we just, you know, try to carry on all of our musical legacy together, you know, just in a really super positive way. We try to make it a celebration, we try not to make it too heavy. Wir sind jetzt hier im Zelt, im sogenannten Marquee. Und gleich spielt hier Schizophrenia.
fast geschlagene Stunde am Merch, war man dann doch erfolgreich mit einem T-Shirt. Also das muss man definitiv hier so ein bisschen verbessern für die nächste Saison. Einfach ein paar mehr Verkäufer oder Verkäuferinnen zu platzieren, weil das ging jetzt gerade gar nicht und man darf jetzt hier nicht vergessen, ne? Ein paar Wolken sind am Himmel, es ist ultra heiß, da geht man echt kaputt. Beziehungsweise man sollte dann irgendwie den Leuten zu trinken anbieten. Das ist jetzt so der erste Kritikpunkt des Tages, der mir auffällt. Adrian, Cold Orange, live, die gibt es wirklich. Alter Schwede, Code Orange, was war das bitte schön für eine Show? Jeder, der schon mal so ein Circle Pit selber drin war oder schon von außen gesehen hat, Alter, das war die personifizierte Circle Pit auf der Bühne. Sowas Krankes habe ich echt selten gesehen. Da haut sich der Bassist die Birne blutig. Das hat echt alles geströmt über das ganze Gesicht, über die ganzen Haare. Alter Schwede, ey, das war... Also von der Live-Performance... Boah, das muss ich erst mal sacken lassen. Und ich muss sagen, jetzt freue ich mich doppelt und dreifach auf die Show in Köln. Das ist eine Clubshow. Da stelle ich mich am besten am Ausgang hin oder am Auto direkt, weil es ist Mod und Totschlag. So was habe ich selten gesehen bei so einer Hardcore-Mixed-Metal-Show. Krank. Einfach nur krank. So, wir ziehen uns jetzt Death Angel rein, machen uns auf den Weg dahin und beim Rausgehen sehe ich so, oh, den kennst du doch, Dave Ellison von Megadeth, ehemals Megadeth muss man dazu sagen, steht einfach vor ein, kurz geschnackt, wir haben ja vor 3-4 Jahren ein Interview gemacht mit ihm, blende ich euch mal hier ein, mega geiler Typ, mega entspannt und geile Sache so, war mega korrekt drauf, jetzt bin ich mal gespannt auf die Atomuhr, der lieben Gene, was der so live raushauen wird. Weil soll ja live übelst die Maschine sein. Also, dranbleiben. Sehen sollte es hier, Pantera, nur für dich.
sind wir schon wieder zurück beim abschließenden Fazit vom Graspop Metal Meeting 2023. Besser gesagt, der eine Tag, wo wir dort waren. Ich fange erstmal an mit dem, was so weniger gut war. Persönlich fand ich zum einen ja lange Wartezeiten am Merch, was dadurch auch bedingt war, dass die Leute stellenweise nicht wussten, was sie kaufen wollten. Also man steht da bis zu einer halben Stunde in der Schlange, steht dann vor der Verkäuferin und dann, ja, ich hätte gerne das Shirt oder jenes Shirt. Und Größe, weiß ich nicht, kann ich das sehen, kann ich mir das einmal vorführen lassen. Wir sind stellenweise nicht in die Pötte bekommen. Es war so, so nervig. Und gerade bei der brüllenden Hitze könnt ihr euch vorstellen, dass die Sonne da ordentlich geballert hat, wo ich mir dachte so, ey Leute, kann man das irgendwie nicht von sich selber aus schon im Vorfeld abklären, was man haben möchte, welche Größe, damit das Ganze irgendwie schneller läuft. Plus halt, was hinzukam, die Verkäufer und Verkäuferinnen, ja, die waren meiner Meinung nach auch unterbesetzt, wo halt viele ja länger warten mussten. Das ist der eine Kritikpunkt. Der zweite Kritikpunkt ist das Thema Cashless Paying. Ich hätte auch gedacht, das läuft irgendwie reibungsloser ab, aber vor Ort war es so, zum einen, man konnte ein Minimum, ich glaube 35 Euro bzw. 10 digitale Token, ein Token sind 3,50 Euro, aufladen. Das empfand ich ein bisschen viel, ganz ehrlich gesagt, 35 Euro. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Preise, die waren auch derbe gesalzen. So hat man Speisen zwischen 10 und 17,50 Euro vorgefunden. Man hat jeweils ja eine relativ kleine Portion erhalten. Und daher, ich habe auch vor Ort ehrlich gesagt nichts gegessen. Ich habe den ganzen Tag nur etwas getrunken. Wer die Möglichkeit hat, das Auto relativ nah am Festivalgelände zu parken, der sollte sich da irgendwie mit Getränken vor Ort was mitbringen und das dann dort verstauen, weil also die Preise sind nochmal höher wie jetzt bei Rock am Ring. Und wenn man dann das alles einrechnet mit der mit dem Festivalticket, nicht mit der Konzertkarte plus Camping plus Verpflegung, ist das schon eine ordentliche Ansage. So viel dazu. Zum Thema Cashless Paying, wer das machen will, kein Thema, macht das aber vorab zu Hause in Ruhe mit einer Kreditkarte oder sonstiges vor Ort, ist das einfach nur so ein Gefriemel. Sei es drum. Kommen wir zu den Dingen, die mega waren. Also das Line-Up war wieder spitze. Ich habe mich natürlich sehr gefreut über Pantera und Code Orange, Dark Angel. Also da gab es echt einige Highlights, neben natürlich Slipknot, die ihr gerade gesehen habt. Und haben auch eine fette Produktion abgeliefert. Und natürlich bei so einem Festival, so einem Major-Festival, ist das Ganze drumherum auch immer sehr interessant. Wie zum Beispiel die Leute. Natürlich waren einige weitere Highlights, wie zum Beispiel, dass ich den lieben Johnny von Nothing More getroffen habe. Dann den Bassist von Slipknot, V-Man. Also die sind da auch hin und her gelaufen zwischen Infield, Pressebereich und Artist-Bereich. Unter anderem auch die Sängerin von Hailstorm, die Lizzie, die hat ja keine Berührungspunkte, da auch mal irgendwie den Kontakt zu den Fans zu suchen, was ich sehr, sehr sympathisch fand. Und ich bin mal auf eure Meinung gespannt, wer von euch war vor Ort, wer fährt nächstes Jahr hin, was sagt ihr zu so einem Festival oder auch ja zu dem Billing, was die Jahr für Jahr aufbereiten und ihren Fans präsentieren, würde mich sehr, sehr gerne interessieren, genauso wie das Thema Preise, wo da für euch das Limit ist. Und in dem Sinne, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.